Willkommen zurück, hier zweite Map zwischen Quantic Gaming und ESC Icybox ESC Gaming. Und die Amis fangen als Hitte an, was vermuten lässt, dass es deren Map ist, deren Mapwahl. Mal sehen, ich bin echt gespannt, wie sich die Amis hier auf Mill präsentieren. Das ist ja eigentlich auch eine Ami-Map, wenn man es mal so will. Schöner Ausgleich direkt. Dazed oder Frost wieder mit dieser 5-7. So, ist sie auch Richtung Katze unterwegs. Lord über unten. Und wer vorhin das Faculty-Spiel gesehen hat, der kennt die Taktik. Die haben sie vorhin auch schon gespielt. Ich weiß allerdings nicht, ob da schon Mitte einer war. TCK hält das ganz gut auf. Konnte immer noch einen machen. Aber da fehlen jetzt die Frags. Die Smoke liegt auch noch super. Nate noch ein bisschen Damage gemacht, wobei wenig hab ich hier bei Pascha. Kein Kit. Pascha wechselt schön die Seite. Samphis, da sieht man es, er rechnet immer noch mit ihm. Weiß gar nicht, ob man an dem Schlitz auch wirklich was sieht. Eine Posi wissen sie und sie vermuten halt ihn immer noch am Spot. Und Pascha nutzt das. Oh! Krasse Shots. Ja, die Fuse geht locker durch, das reicht von der Zeit dick. Und Quantic mit der Pistol. Eventuell sogar die erste hier in diesem Spiel. Und ja, natürlich gibt es eine neue Overtime. Genauso wie jedes Mal hier. IP ändert sich nach jeder Map. Wird die auch mal auf Readmore eintragen. Mill haben wir heute schon mal gesehen bei Faculty gegen ESC. Also ist sie auf jeden Fall einigermaßen warm auf der Map. Kann mir auch vorstellen, dass Quantic dahinter den gestanden hat. Und sich vielleicht ein bisschen was abgeguckt hat, wie sie aufbauen als Terror, wie sie stehen als City. Ein paar Infos sammeln können. Ich hoffe, wir sehen ein paar kleine Specials von den Amis. Immer diese scheiß Musik. Aber jetzt ist es weg. Ja. Oh, räume hier gut mit ESC auf. Keine Waffe verloren, zwar Damage gefangen, aber egal. ESC konnte die Bombe legen, werden jetzt auf jeden Fall kaufen. Ja, oder nicht? Huch. Haben sie eben gekauft, oder was? Das habe ich übersehen. Schon ein Nate von Zephyr. Das war zu sehr Risiko. Warum wartet er nicht einfach? Steps wahrscheinlich auch nicht gehört. Aber Hiko ist da, Frost von oben. Oh. Richtig dicke Probleme. ESC sogar mit der Überzahl jetzt. Oh, das wird eng. Und Hiko scheinbar auch nur mit P2000. DCK ist dann eigentlich der, der es jetzt richten muss. Deckt aber gut ab. Reingeduckt. Oh, schöne Reaktion. Schön runtergezogen direkt. Hiko würde natürlich auch hören. Boah, er kommt auf Spot, haben sie ihn gesehen? Ja, scheinbar schon. Können jetzt am A legen. Hiko sollte schleunigst da irgendwie eine Waffe. Ah. Er hat doch eine. Wollte sie noch nicht reloaden, um dann nicht Gefahr zu laufen, gefragt zu werden während des Reloads. Smoke fehlt halt. Lord mit einer Flash, die er gleich werfen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, da ans Loch reinzugehen. Okay, er kann ihn natürlich abfacken. Ah, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Sie holen ja ernsthaft die Eco. Die Eco geht weg. Krass. ESC braucht ja nicht mal wirklich großartig Waffen. Einfach Z hochgefahren. Samphis sah da aber noch nicht gut aus.
gerade mal 21 Leute haben es geschafft, auf das Match noch zu tippen. Und alle auf ESC. Liegen zumindest bisher ganz gut. ESC mit sehr viel Druck Richtung B. Rasha mit Kontrolle in der Mitte, Bombe noch da in der Lobby. Bauen nochmal um Richtung A. Spielen hier so eine Art Tuscan-Style. In 1-6. Dort schicken wir jetzt mal über die Tür, wollte ich sagen, über den Schacht, über den Gully. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber drei Mann nur auf A. Mitte wird auch ein bisschen aggressiv gegangen. Nette Flecht zwar an die Banane, nein, die Katze. Zieht leider keiner rum, aber ist auch abgesmoked. Lord ist jetzt bereit am Schacht. Spielen das auch instant, fackeln gar nicht lang rum. Flecht Richtung Spot. Oh, jetzt fährt er gleich raus. Oh, er spottet nur. Mates, kommen jetzt auch langsam Katze. Und jetzt kann er raus. Sehr schön gewartet von ihm auf seine Mates. Oh, aber die Banks sind sehr gut. Lot muss instant die Bombe holen. Boah, wurde nochmal gebankt. So ein bisschen durch das Holz. Sehr, sehr starke Hits von Quantic. Machen das sehr gut. Retten hier die Runde, oder drehen die Runde gerade. Tja, und Pasha saved hier die Arbe. Vielleicht handeln sie ihn jetzt auch noch. Wobei sie nicht viel Geld haben. Könnten sich das nicht unbedingt erlauben. Oh, und Hiko. Ah, wo sie bekannt. Oh! Pasha, Mann. Der zweite. Der war halt No-Scope, glaube ich. Krasser zweiter Schuss. Enorm wichtig jetzt die Arbe. Ah. Sein Rest hat nicht Geld. Kein Geld, aber sie kaufen. Investieren hier nochmal alles. Dadurch, dass Pasha natürlich die Arbe durchbekommen hat. Legt auch B an. Oh, schade. Hätte ich ihm gegönnt. Sam hat vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Frostron sehr weit am B von. Interessante Pose von Sam, die kannte ich noch nicht. Da hinten auf den Zaun. Dann da runter aimen. Das geht echt gut. Also direkt so ein kleines Mini-Special. Kann mich auch noch an eine Sache erinnern, die auch ganz cool war, aber dazu gleich mehr. Kuben Mitte, der Rest Katze. Alter, ich kann Kuben jetzt. Katze noch abgesmoked. Oh, schön nochmal nachgesmoked. Das ist wirklich ekelhaft jetzt. Kuben kriegt halt Mitte keinen Fix, sollte vielleicht. Weiß nicht, er will auf jeden Fall gleich verzögert noch nachkommen. 30 Sekunden haben sie noch. Quantic hat leider überhaupt keine Kontrolle hier am B. Aber sie stehen trotzdem zu dritt am A. Machen da das Beste draus. Jetzt gibt es den Zugriff. Und die Mitte ist gar nicht mal so gut gedeckt. Rico, wichtiges Duell und er gewinnt es auch. Sehr wichtig. Jetzt kann man vielleicht wieder die Banks setzen. Im Japaner-Eck noch einer. Oh. Wieder Banks. Mal sitzen sie nicht. Lord wartet jetzt gut. Und sie überrennen ihn direkt. Und Pasha tickt ihn super ab. Sehr schönes Teamplay von Pasha. Richtig gut gespielt. Wir überleben damit Low HP. Aber die Runde geht an ESC. Schauen, wie es geldtechnisch aussieht. Überhaupt nicht gut. Also hat sich ausgezahlt, hier zu kaufen. Der Low Equipped Buy. Auch Quantic sowie Faculty machen mir viel zu wenig Druck. Auf so einer Map, wo es einfach solche engen Bereiche gibt, wo die Ts durch müssen, kann man so viel Druck ausüben. Ey, diese 5-7, das ist also ein sehr interessantes Turnier, was man ja alles sieht von den Amis. Machen die Autosnipers immer populärer, kriegen jetzt die 5-7 sehr oft ins Spiel. Also bringt schon ein bisschen frischen Wind rein. Gefällt mir. Wir machen jetzt ihrerseits hier die Eco sehr eng. Und Tess macht's gut. Nutzt die Smoke perfekt.
hin. Nee. Oh, also wir wissen nicht, wo Tess ist. Müssen sie aber damit rechnen. Oh, er hat sogar noch kurz gewartet, aber Frost hittet. Starker Schuss von ihm. Schöner Schlagabtausch. Ich glaube leider nein, Major oder Major. Wir haben das schon ganz klug gemacht, dass man da nur alle 6 Monate so ein Key einlösen kann. Aber wenn ihr nicht einlösen könnt, gibt ihn einfach einem Kumpel, irgendeinem Mate. Der wird sich sicherlich auch drüber freuen. Genau, ja, der holt euch einfach Premium für einmal einen Monat. Wobei das natürlich wirklich nicht so einfach ist, leider. Wobei ich nicht weiß, ob sie jetzt mittlerweile mal die Bezahlmöglichkeiten erweitert haben. Aber soweit ich weiß, es ist nur möglich, über PayPal und nur dann über Kreditkarte zu zahlen. Und wie wir alle wissen, Deutschland eher nicht so das Kreditkartenland. Zu Recht vielleicht auch. Ein bisschen Schräglage bei Hiko, die machen wir mal kurz weg. So, 5-2. Quantik spielt ja schon ganz gut auf jetzt. Trotzdem würde mir mehr Druck sehr gut gefallen. Ging die Frage an mich, Karl90? Was es bringt, wenn du, wer auch immer du ist, die Keys weitergibst. Also wahrscheinlich bin ja ich gemeint. Also mir bringt das in erster Linie nichts. Was ist, mir bringen würde, ist, wenn ihr den Key halt einlöst, dann werde ich, also, das Interessante ist ja, also, sie sind ja nicht dumm, haben ein ganz nettes System. Können wir ja ein bisschen quatschen, weil ich sehe hier gerade Eko hat. Wenn man einen Kumpel, also, man hat einen Account, hat Premium, zockt, will jetzt noch irgendwie seinen Kumpel holen, wenn der sich über einen, Reflink anmeldet und, dann bezahlt, also sich Premium kauft, dann kriegt nämlich der Kumpel, der ihm da seinen Reflink gegeben hat, nämlich was ab. Und ich glaube, das ist relativ viel sogar, irgendwie 6 Dollar, schieß mich tot. Also ich glaube, der Betrag, der einen Monat Premium sogar kostet. Also es ist relativ heftig. Ich weiß auch, dass GetRight und ein paar andere Spieler, Lopez wahrscheinlich auch, der haut ja auch regelmäßig Premium Keys raus. Also die haben dadurch schon ein paar gut hunderte Dollar, vielleicht sogar hunderte Euro mitgemacht, dadurch, dass sie halt über die Keys raushauen und sich dann die Leute Premium auch kaufen und die dann halt einen Teil abbekommen. Das würde ich halt auch, aber ganz ehrlich, ich habe schon, ich weiß nicht, unzählige Keys, die sind bestimmt schon an die 70, 80 Keys insgesamt. Hat ja zur Saisonzeit auch immer mal welche rausgehauen. Also hat schon angehäuft und jetzt hier nochmal die 50. Aber es hat bisher einer sich, glaube ich, neu gekauft. Also von daher. Also über 3 Ecken könntet ihr mich dadurch unterstützen. Wenn ihr so einen Key von mir eingelöst habt, bin ich eh automatisch euer, wie nennt man das? Euer Referrer oder so. Und wenn ihr euch dann Premium kauft, kaufen würde, dann würde ich halt auch was abbringen, abbekommen. Wäre halt so ein Support über 3 Ecken. Ah, gut. Ist mir auch relativ egal. Ist natürlich eine nette Sache, aber ja, ich bin quasi nur Vermittler. Ich mache das jetzt nicht hauptsächlich dadurch, dass ich dann Geld kriege, wenn ihr da Geld ausgibt.
Soll natürlich hauptsächlich dazu dienen, dass mal jeder in die ESEA reinschnuppern kann, ist natürlich auch im Anliegen der Liga selbst. Haben schließlich hier was auf die Beine gestellt, werden nächste Saison nochmal eine Global Season haben. Season 14 mit noch mehr Preisgeld. Ich hoffe mal, dass sich an der Struktur ein bisschen was ändert, der Map Pool zum Beispiel angepasst wird. Und dann könnte es nochmal eine sehr, sehr nette Saison geben. Oh, bei Very Games Net kann man mit Paysafe keine Bankverbindung zahlen, das ist natürlich nett. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber wirklich einfach gemacht wird es da einem leider noch nicht. Ich hoffe, da ändert sich noch viel in Zukunft, denn eigentlich ist es eine nette Sache. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine ernsthafte Alternative zur ESL, wobei ich jetzt nicht die ESL schlecht machen will. Hat beides seine Vor- und Nachteile, muss man sagen. Aber das kann ja jeder selbst rausfinden. So, zurück zum Spiel. ESC wird ja gerade gut weggeschossen. Ja, siehst du? Very Games verdient da auch ein bisschen was dran. Was ist das eigentlich für ein ekelhafter Schlitz da schon wieder? Das ist ja wohl die ekelhafteste Ekelhaftigkeit der Ekelhaftigkeiten. Also zum Beispiel sowas. Das sind halt Sachen, könnte ich mir vorstellen, sind in der neuen Mill-Version nicht mehr enthalten. Also so ein Schlitz muss halt einfach auch nicht sein, ne? Die Box muss ein Pixel weiter runtergesetzt werden, dann ist da halt kein Schlitz mehr und es ist nicht mehr imbar. Sowas muss halt nicht sein und wie gesagt, das ist eigentlich noch eine alte Mill-Version. Es gibt schon eine neuere, angepasstere. Da ist der B-Spot ein bisschen anders, habe ich vorhin schon im Faculty-Spiel angemerkt. Die Version hier kann man theoretisch eigentlich auch gar nicht mehr spielen, wenn man den Workshop Mill abonniert. Dann müsste man eigentlich direkt die neue kriegen. Von daher wundert euch nicht, wenn ihr jetzt Bock auf die Map bekommen habt, die man übrigens auch in Daisy spielen kann. Trollolol, oder Werbung. Wundert euch nicht, dass die Map anders ist. Denn der B-Spot ist ein bisschen angepasst. Diese Leiter gibt es nicht. Der Eingang hier ist breiter. Wenn man reinkommt als T, gibt es hier direkt so einen Aufstieg auf dieses Plateau. Ist alles ein bisschen entschärft auf CT-Seite. Für die T ist ein bisschen angenehmer gemacht mit dem breiteren Eingang. Ansonsten ist die Map farblich ein bisschen anders, ein bisschen gewöhnungsbedürftig auch am Anfang. Aber das werdet ihr selbst sehen. Zumindest ich finde es auf meinem Bildschirm, auf meinem Rechner irgendwie sehr eigenartig, wenn man die Map hier gewohnt ist und dann diese neue, ist schon ein bisschen komisch, aber gut. Vielleicht hat sich das auch wieder geändert, ich habe so lange nicht gespielt. So, ich sehe mal wieder eine Runde gewonnen und ich klappe vielleicht gerade zu viel. Alter, dieser Dazed. Sollte man eine. Also echt mal interessant, nach dem Event so in die Statistiken zu schauen. Wie viele Frags dieser Dazed mit der Waffe gemacht hat. Oder überhaupt Quantic. Wie viele Frags mit dieser Trex 5-7 gefallen sind. So, mein erster Energy Drink ist jetzt auch alle. Aber da das Spiel hoffentlich nach dem 2-0 vorbei ist, dürfte es keinen zweiten benötigen. Aber heute ist ja alles so recht human hier. Standardblock oder so. Das ist schon krass, wie man hier so 1-6-Elemente sieht. Beziehungsweise so Aufstellungen, die man halt von Tuska erkennt. Schönes Timing gegen Tess. Und dadurch, dass Tess halt rübergeschoben ist, kann man wirklich darauf schließen, dass jetzt Begin auch instant am Schieben. Samphis reagiert sehr schön drauf. Frost, eine schöne Pose gewechselt. Kriegt auch den ersten. Und jetzt wird es wirklich super schwer für ESC da drauf zu kommen. Durch den schmalen Gang, super abgesmoked. ESC dreht nochmal weg. Gute Entscheidung. Bei 40 Sekunden haben sie auf jeden Fall auch noch die Zeit. Allerdings gegen 5, sogar mit 100 HP, das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Und Quantic hält wirklich gut gegen. Das, was Faculty leider vorhin ein bisschen vermissen lassen hat. Aber gute Wahl jetzt über Mitte.
schönen Gruppen macht die sogar. Oh, wenn sie Spot schnell töten, können sie vielleicht noch legen, aber gute Gegenfläche und Hiko steht auch in seinen Mann. Und wieder läuft die Zeit aus. Achte Runde, die Halbzeit zumindest schon mal für die Amerikaner. Man kann auch mit Freunden spielen, aber es ist halt, es ist kein Versus. Ihr könnt jetzt nicht, ihr könnt zwar schon zu fünften in den Pack gehen, aber dann, wenn ihr zu fünf wirklich sehr spielen wollt, dann spielt ein Scrim. Wobei das ist, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr nicht behaftet und nicht gut besucht. Aber ich sag mal so, wenn man irgendwie so, wenn man vielleicht nicht mehr fünf Leute ist und mal ein bisschen gamen will, man hat vielleicht noch einen Mate, der mit einem aktiv zockt, dann ist ihr sehr wirklich perfekt. Denn zu zweit kommt man, wenn man allerdings, man muss sich vorher buddyen, also hier auf der Seite muss man befreundet sein, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn man nur zu zweit ist, dass man in ein Team gelost wird. Bei dreien geht's eigentlich auch noch, je nachdem halt wie wie viel Mates dann auch, wie viel Mate-Konstellationen bei dem anderen, also so generell noch in dem Pack dann sind. Aber zu zweit sollte es eigentlich immer, so gut wie immer, kein Problem sein zu zocken. Zu dritt, wie gesagt, eigentlich auch, aber kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Aber wenn ihr wirklich mehr als 3-4 seid, dann sucht noch plus 1, spielt entweder, es macht halt einen Scrim. Mal sehen, wie sich das entwickelt, was ja eigentlich so, eigentlich PCW ist. Nur halt mit Anti-Cheat dann quasi. Lord. Boah. Nice. Starke Runde von Lord. Ja, oder spielt halt einfach eine Party im Versus. Frage, ob ich noch X-Split nutze. Ja, natürlich. Seit ich mein 1-7 habe, nur noch am X-Split streamen, darfst du noch gern weitere Build-Fixes irgendwie raussuchen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich finde meine Build-Quali scheiße. Zumindest auf meinem normalen Monitor. Ah, was übrigens auch noch, um einfach jetzt nochmal weiterzureden, was auch noch für Ezea spricht, sind die sehr, sehr guten Statistiken. Es gibt für jedes Pack, kann man seine Statistiken nachschauen. Und es ist so, dass es auch nicht, also in-game natürlich schon nach dem Score, ganz normal halt, aber auf der Seite hast du halt einen sogenannten RWS, die Round Win Shares. Und das kann man, glaube ich, so übersetzen. Dass, also je mehr RWS, oder RWS bedeutet einfach der, wie viel Schaden hat man in der Runde gemacht, die man gewonnen hat, oder wie viel Schaden hat man einfach beigetragen. Das heißt, es kann auch einfach jemand, der kein Frag macht, aber jede Runde, weiß nicht, 200 Damage austeilt, wird einen sehr, sehr hohen RWS einfach haben. Und sowas wird dann einfach belohnt. Das heißt, ein RWS ist ein, finde ich, zurzeit einer der besten Indikatoren für den Skill eines Spielers. Man viele Matches hat. Von daher wird es auch spannend zu sehen sein, wer nach dem Event hier den höchsten RWS hat. Also da gibt es coole Statistiken. Man kann sich auch alles nach Waffen und so sortieren lassen und hast es nicht gesehen. Alles, was man sich eigentlich auch für die ESL wünschen wollen würde. Aber das dauert leider bei denen alles ein bisschen. Also sie haben da noch so viel Luft nach oben auf jeden Fall. So viele coole Features könnte man da integrieren, um das Ganze noch ein bisschen, vielleicht ein Level auch höher zu heben. RWS ist random, finde ich nicht. Oh, es wird wahrscheinlich das 9-6, außer Pascha. Ah, schon zwei Hits versammelt. Steht da gut auf Spot. Boah, wie sie ganze Zeit baiten. Wie lange er da beim Waffenswitch braucht. So, 9-6 für Quantic.
mit der Pistol ganz solide. Auch eine schöne Halbzeit von ESC. Vielleicht wird es sogar noch mal eine dritte Map, so wie in dem ersten Aufeinandertreffen. Ja, Klatschrunden. Weiß ich gerade nicht, wie die gehandhabt werden. Aber könntest recht haben. Aber ich meine, die kommen nicht mal hier irgendwie richtig zur Geltung. Ich finde, übertreibst ein bisschen Major oder Major. Ich glaube, so cheat verseucht, wie man denkt, ist es eigentlich gar nicht. Wobei man sagen muss, also ich meine. Na gut. Gut, Nate. Ich meine, es muss ja nicht stimmen, dass es so cheat verseucht ist, aber allein, dass es alle für cheat verseucht halten, sagt ja schon einiges darüber aus. Und das ist wirklich das Schlimme, das Vertrauen ist einfach weg. Und was Schlimmeres kann der Liga eigentlich nicht passieren. Wird hier sehr schwer haben, die Runde noch zu machen. Stehen zu zweit am B. Super viel Damage schon im Vorfeld gefangen. SC wird ein leichtes Spiel haben. Einfach auseinandergepflückt. Oh. Lord dann auch ungesehen. Oh! Krass, wir fast sogar zum Kle. Ist nicht deren Ernst, oder? Boah, enorm wichtig von Tess. Aber wie konnte die Runde nochmal so knapp werden? Vor allem, er hätte fast planten können, was ich schon total unnötig gefunden hätte. Krass. Aber ESC mit der CT-Pistol, beide CT-Pistols an das jeweilige Team. Frage, ob danach noch ein Match kommt. Nein. Danach geht es richtigerweise ins DE-Bett. Zumindest für euch. Ich werde noch Videos schneiden und dann. 17 Uhr geht es morgen weiter, genauso wie heute. Mit dem Consolidation-Finale dann und dem Overall-Finale. Neo, super, dass es dort pusht. Tess ist halt. Wer ist der zweite B-Spieler? Kuben. So, und jetzt kann Kuben schieben. Macht sie sehr schön. Boah, kriegen wir bitte sogar noch einen Frag. ESC hält wirklich gut das alles. Können natürlich auf ihre Tuscan-Erfahrung aufbauen. Können quasi ihre Strats. Schöner Molly. Können auf ihre Strats natürlich zurückgreifen, die sie über Jahre aufgebaut haben auf Tuscan. Das hilft ihnen enorm weiter, denn die Map ist schon. Zumindest auf dem A-Spot kann man es quasi 1 zu 1 übernehmen. Zumindest für die Aufstellung, die Moves und so weiter. Die Granaten sind natürlich ein bisschen anders, aber das generelle Teamplay ist bei ESC natürlich enorm krass. Wenn sie wirklich ihr A-Game spielen und nicht dumm agieren. Aber dann, das sieht's wirklich aus. Schönes Doppel auch. Boah, sind beide gemeinsam rum. Schön, da brennt nichts an. 9 beide. Die erste Crypt geht an ESC. Keine Bombe auch gelegt. Quantic muss sparen.
Höhlen-Nades. Krass. Also wirklich null Chancen. Gute Smoke. Nice von Neo. Einfach random reingehalten. Einen kurzen Prozess gemacht. So, ESC wirklich bisher keine Probleme als CT. Mal schauen, wie es jetzt mit einer Full-Equipped-Runde von Quantic aussieht. Ja, klar, ESC hat auch CBL gespielt. Es ist ja nicht so, dass sie die Map nicht kennen würden, sieht man ja. Also. Das ist ja... Wenn jeder kennt Mill in irgendeiner Art und Weise. Und selbst wenn man den Mill noch nie gespielt hat, wenn man Tuscan kennt, dann ist das alles eine Sache von einer Minute, bis man die Map ja kennt. Zumindest vom groben Aufbau her. Mir gefällt es wirklich, wie sie da am B aggressiv spielen. Zumindest Neo jetzt, hat man vorhin schon ein bisschen gesehen, gegen Faculty, glaube ich, kann er jetzt am B übernehmen. Smoked noch sogar nochmal nach. Und das macht es wirklich gerade... einfacher für ESC, den A-Spot zu halten, auch wenn Lord Death stirbt. Oh, und Pasha kassiert auch. Und Neo macht das einzig richtige Step. Holt jetzt sich die Kontrolle zurück. Oh, Tess macht auch noch Frags. Super Runde von ihm. Und Neo perfekt gepusht von hinten. Boah, schön. Spielt das Ganze sehr schön runter. Die Gegenfläche kassiert leider Headshot. Sollten instant jetzt die Füße in Hand nehmen und B gehen. Haben aber die Bombe nicht, sehe ich. Und fahren jetzt Mitte durch die Smoke. Oh, Tess. Boah, Alter, schön gemacht von Tess. Die Bombe ist da scheinbar hinten an der Katze. So, und dort ist Kuben schon. Da unten ist die... Und war doch die Bombe, aber geht direkt auf Refrag. Krass. Boah, ESC gefällt mir gut. netter Hüpfer da von den Füßen noch. Halt die Füße still. Freue mich echt auf das Aufeinandertreffen dann morgen, auf die Revanche. Von ESC gegen Very Games. Ich hoffe mal, dass die Tagesform auch wieder morgen stimmt. Bei beiden Teams. Very Games ist so krass sind wie heute. Und auch, dass ESC hier weiterhin gut aufspielt. Dann wird es ein sehr, sehr schönes Consolidation-Finale und lässt dann natürlich hoffentlich auch hoffen auf ein gutes Overall-Finale. Das ist auch schön. Also man merkt, Kuben kennt da schon ein paar Ecken und Kanten, wie er dort agieren kann. Decken ist jetzt das erste Mal wieder zu zweit am B. Lord ist schon wieder gestorben. War, glaube ich, eben auch der Frag. So, Aufbau wieder Richtung A. Und diesmal weiß zumindest Quantic auch, dass sie B nicht offensiv sind, somit wenig Kontrolle haben, sollten jetzt einfach den A-Go durchziehen. Allerdings würde ich empfehlen, noch Mitte Druck zu machen, da auf Pasha. Das wird sehr, sehr schwierig. Boah, aber Neo wieder super stark. Boah, Pasha auch gegen Katze. Alter. Boah, dieser Molly noch. Das ist durch. Okay. Boah! Schön Game von Hiko. Der zweite vor allen Dingen. Das kommt schon von hinten. Also konnte keine Chance, selbst mit First Track. Neo einfach so stark dann am B. War leider nicht drauf, weiß es nicht, was die Cs da gemacht haben. Könnte natürlich auch ultra ekelhaftes Timelag gewesen sein von Neo, dass sie gerade zur Mitte schieben. Smoke geht weg oder so. Neo zieht rum und macht beide. Leider nicht gesehen. Trotzdem. Gute CD-Seite von ESC. Haben bisher noch keine einzige Runde abgegeben. Gehen hier gerade mit großen Schritten aufs Consolidation-Finale zu und somit einem sicheren dritten Platz. Das ist ein guter Punkt, mit dem ernst nehmen. Wenn es da mehr detaillierte Statistiken gibt, die nicht nur Frags und Tode zählen, sondern es wirklich ein bisschen aufarbeiten. Gerade mit so einer RWS oder so, wenn man da was Lustiges
integrieren könnte, vielleicht was noch genauer irgendwie, was das widerspiegelt, dann wird das vielleicht ganz auch ein bisschen ernster genommen. Wenn so eine RWS dann auch im Profil direkt steht, so wie es in der Serie ist. Ah, da ist also so viel Luft nach oben. Ich hoffe wirklich, dass die ESL das nicht verschläft und da wirklich bald mal noch ein paar mehr Features bringen kann. Jetzt mal abgesehen von der Wire-Problematik. Boah, die ist sehr einfach zu viert da, die ist. Aber sie haben auch keine Zeit mehr. Bombe wurde auch gesehen. Oh, Hiko von hinten, aber 10 Sekunden. Steps wurden schon auch gehört. Oh. Kriegt ihn zwar noch, aber die nächste Runde auf dem Konto von SC 7:0. Ja, auch wenn die Runden so semi-knapp sind. Trotzdem behält dann ESC immer die Überhand. Spielen die Situation gut runter. Wie meinst du das, mit Knochen zusammenzuarbeiten? Also es ist ein... ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber... So eine gewisse Zusammenarbeit ist in Planung, aber nicht das, was du dir drunter vorstellst. Achso, dass wir zusammen kommentieren. Ich weiß nicht, warum sich das so viele Leute wünschen. Ich finde das total useless. Weil wir passen eigentlich überhaupt nicht zueinander, jetzt vom Kommentieren her. Es ist ja auch überhaupt nicht so, dass es ist ja auch nicht so, dass es jetzt wenig Knochen geben würde oder so, damit ich ihn noch auf einen Stream holen müsste. Er ist so genug schon on air, also wer Knochen will, der kriegt auch genug Knochen. So, Quantic die erste Runde geholt. Ein Autodirect mal hier entscheiden. Denn wie ihr sicherlich merkt, so richtig konzentriert bin ich leider nicht mehr. Komm, also besser als Blizzard bin ich wohl gar nicht mal. Nichts gegen Blizzard, aber... So, und jetzt laufen die Runden gar nicht mal so schlecht. Der ist eine gute Nate gefangen, ist auch allein Kadabar. In der Mitte. Zack, das sind sogar zwei Runden in Folge. Und ESC hat kein Geld. Selbst wenn Neo die Waffe durchbringt, haben sie jetzt gleich 2K im Pferd. 1,9 glaube ich. Werden wir gleich sehen, bei Kuhm müsste er 1950 haben, wenn ich mich nicht verrechne. Das wird auf jeden Fall eine Eco werden. Finde ich halt überhaupt nicht. Warte mal, wie? Wes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich finde die Aufeinandertreffen super spannend. Das ist einfach immer so was Neues, ist was Frisches. Und man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass die Amis untergehen. Also Quantic hat ja schon auf den Copenhagen Games gezeigt, dass man mit denen rechnen muss. Auch Curse hat gute Leistung gegen Nip gezeigt.
Dynamic haben sich ein krasses Duell gegen Quantic. Gut, das war jetzt ein kontinentinternes Duell, aber trotzdem. Also ich finde, man muss mit den Amis in Zukunft rechnen, wenn man sie öfter mal auf Turnieren sieht. Ich finde das gut, es gibt frischen Wind rein und das hat halt zu Ende hin in 1-6 dann einfach auch gefehlt, dass einfach kein ernstzunehmender amerikanisches Team mehr vorhanden war. Die Brasilianer mal außen vor gelassen, aber die waren halt auch nicht mehr so gut. Hatten halt auch nur so ein B-Team. Da bin ich auch eh gespannt, weil man endlich mal die Brasilianer wieder sieht. Die haben ja auch ein paar Teams, aber leider, das ist ja finanziell wahrscheinlich nicht so gut aufgestellt. So, ich wollte übrigens gucken und ich hatte wirklich recht, Tess. 1950. Mir ist es vollkommen egal, Karl. Also, ob ich jetzt mit Wire oder Isaiah klein spiele, ist mir vollkommen bewusst. Also, ich merke weder bei Wire irgendwie, dass es laggt oder so, noch bei Isaiah. Aber ich hatte mit Wire eigentlich noch nie wirkliche Probleme. Also die jetzt, gut, außer die offensichtlichen, die wo wirklich jeder Probleme hat. Es gab ja wirklich so Zeiten, wo es dann enorm geleckt hat und es gab Performance-Probleme. Aber das ist ja zumindest hoffentlich zum Glück vorbei. Von daher, clientseitig ist es total Wurst. Solange man ja keine Holzrechner hat, aber da kann man eh kein Go spielen. Von daher, jetzt hört auf, mir Fragen zu stellen. So eine Frage kann man nicht beantworten, ob man lieber Döner oder Pizza isst. Das geht nicht. So, AC baut direkt wieder um. Switchen auf aggressiv und nehmen endlich mal die Lobby ein. Genau sowas habe ich mir gewünscht. Richtig schön Fußkampf-Style. Aber auch Quantic ganz gut reagiert, sind am Asphalt draußen. Und der Retake wird nochmal richtig schwer für ESC. Smoke geht zwar gleich weg, die Bombe wird für meinen Geschmack ein bisschen zu spät gelegt. Gibt ESC hier gerade zu viel Zeit, schon näher Richtung Spot zu kommen. Interessantes Smoke von Pascha. Vielleicht auch schon. Aber die Katzenspieler sind halt weit davon entfernt, weil die Smoke einfach noch so gut liegt. Wenn Quantic jetzt noch eine Flash gehabt hätte, das wäre so krass gewesen. Hätte die Katze komplett zerstört. Checken aber dieses Eck nicht. Senf ist wichtig. Oh, und TCK. Boah, stimmt auch. Haben sie Kit? Sie haben keinen Kit. Oh, und sie gehen safe. Oh, Mann. Na gut, das Geld haben sie jetzt durch die Frags bekommen. Oh, da hätte eins gelegen. Da hätte eins gelegen, wenn der Katzenspieler. Boah, ist das bitter. Ist das bitter, wenn er da einfach nur drüber läuft, irgendwie beim Hochgehen, oder wenn der andere stirbt und er überlebt, der mit Kit. Haben sie die Runde, konnte gleich aus. 13-13, wird doch nochmal spannend. Hätte ich nicht gedacht, ne, nach dieser Dominanz eigentlich von ESC auf dieser CT-Seite. Kaufen nochmal. Sehr, sehr wenig Equipment. Manchmal geht der Block auf. Kuben da von oben mit der Nate-Erfolge. Ich glaube, Doppel-Nate sogar von Neo und Kuben. Oh, einer hinter der Kiste dort. Bombe scheinbar. Lobby. Boah, krasser Headshot. Flechten sich da gegenseitig weg. Schieben gerade B. Neo hat keine Smoke mehr. Kuben hätte sie noch. Oh, wenn sie jetzt schnell durchkommen. Oh, Kuben wird weggesprengt. Jetzt fehlt die Smoke. Aber Neo setzt den Head. Er moved gut aus. Oh, Senf ist sehr wichtig. Unterzahl. Oh, mit Pascha rechnen sie nicht. Perfekt geschoben. Den habe ich ja nicht mal gesehen, dass Pascha schon da stand. Und einfach durchgestrahlt. Easy für ihn. Sehr, sehr gut geschoben von ESC. Oh, Quantic hat noch das Geld. Haben sogar noch relativ viel übrig. Also sollten sie die Runde verlieren, sieht es gar nicht so schlecht aus wie die letzte Equipment-technisch. Oh, wieder den Frag gesetzt. Von Kuben Neo. Da kassieren sie gerade zu oft den First Track. Mal lassen sie. Ja, doch nicht. Oh, jetzt Katze gestorben. Oh.
Tess an der Posi wurde schon oft gesehen, kassiert wieder eine Nade. Steht da für meinen Geschmack auch zu häufig dort. Man kann noch keinen Fleck mehr setzen. Boah, aber guck durch die Smoke. 3 gegen 3. Oh, wichtige Posi da von Hiko. Schöne Gegenflash. Wichtiges Duell, wenn Hiko das gewinnt, sieht's gut aus für Quantic. Und die spielt sogar zu zweit. Nette Reaktion. Oh, hält das gut auf. Ja, trifft ihn jetzt. Der ist letztendlich beide mit Kit. Oh, schön. Und den kann nichts machen. 14-14. Meine Herren. So, haben wir hier doch noch eine dritte Map. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche das ist. Selbst mal nachschauen. Das 2. Dann das Quantic auch gar nicht so schlecht drauf. ESC spart. ESC spart. Also Overtime gleich. Oder dritte Map. Gesetzt im Fall Quantic gewinnt natürlich die Runde hier. Boah, die Arbe checkt das nicht. Oh Gott. Wer war das da unten? Scheiße. Nein! Fail, Mann. Pascha war es. Aber man kann sich ja... Zumindest kann man sich vorstellen, was ungefähr passiert ist. TCK war da schließlich im Zoom. Hat er nicht mit gerechnet, dass da hinter dem Spot einer steht. Boah, und jetzt... Die Arbe, die kann vielleicht das Spiel... Die Runde retten. Zwei Mann am Spot. Pascha da hinten. Smoke. Findet natürlich jetzt ein bisschen, dass Pascha damit helfen kann. Boah, sehr gut. Ich spiele das sehr schön. Gutes Teamplay. Boah, richtig gut Runde gespielt. So, und jetzt, wie gesagt, Overtime oder dritte Map, das 2. Aber wenigstens hat ESC die Entscheidung getroffen, die Struck sie vorhin kritisiert hatte bei Very Games, dass sie da diesen Forced Buy gemacht haben. Und dadurch vielleicht sogar Mirage letztendlich abgegeben haben. Mal schauen, ob es bei ESC hier belohnt wird, wirklich diese Eco einzulegen, die wirklich enorm schwierig ist auch zu machen. Immer mit der Hinterhand. Sehr schön. Wichtiger Refrag. Sehr guter Move dort von Neo. Direkt durchzupushen. Kuben lenkt dort von weiterhin ab. Finde ich nicht gut, dass man jetzt wieder Katze blockt. Da hat man sehr oft den Frag kassiert. Jetzt gegen 3 reingeschlichen. Der ist auch nur mit Farmers. Macht auch nur einen. Boah, wichtig von Pascha. Boah, der Molly ist gut. Ist gut, der ist gut. Hält das Ganze auf. Neo sollte sich vielleicht nicht verraten. Boah, was macht er da? Lol. Was war das mit der HE? Boah, sehr schön. Schieben hin. Und der ist... Boah, er macht sich Pascha geschoben. Es gibt die Overtime. Die erste hier in... Ne, es ist nicht die erste im Turnier, aber die erste, die ich caste. Bei Quantic Dynamic war es ja ein richtiger Krimi. Das hätte ich eigentlich auch gern gesehen. Was da abgegangen sein muss. Steps nicht gehört werden. Ja, aber er verrät sich halt direkt. Könnte auch eine Feldhai gewesen sein, richtig. So, alle sind da. Vielleicht eine kleine Pipi-Pause. Schade, dass wir nicht sehen, wer alles schon ready ist. Naja, schauen wir ein bisschen Fernsehen. Was läuft? Knochen. Ah, Mist. So, weiter geht's.
So, MR3 auf jeden Fall. Und wie viel K? 10K. So, Frost wieder mit Arve. Mal schauen, AC brauche ich nicht viel umstellen. Sie müssen halt die Katze unter Kontrolle kriegen, beziehungsweise einfach mal nicht so dumm sterben. Pascha riskiert direkt was. Wieder wird er runtergepusht. Das ist Frost wieder. Ja, er ist wieder zumindest Lobby, aber diesmal nicht direkt vor der Kiste. Boah, nein. Oh, schöner Schuss von Frost. Jetzt fehlt der Refake ein bisschen, aber Neo übernimmt. Von daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm, dass Pascha gestorben ist. Man ist immer noch zu dritt am A. Doppelt da wieder die Katze. Lord hält die Flash für Taz. Oh, und jetzt das Timing könnte super stimmen. Oh, die Smoke liegt noch. Die Smoke liegt noch. Vielleicht ist selbst nochmal nach. Oh, fast den zweiten Frack. Eine super Runde von ihm. Oh, und Taz wird jetzt im Rücken gekillt. Und das muss die Runde sein für Quantic. Kuben ist dann noch im Gitter. Kann nichts machen. Waffe safen wäre wichtig. Oh, natürlich auch, wenn AC hier kaufen kann, aber vielleicht, wenn man die nächste verliert, dass man in der nächsten Runde vielleicht noch eine Waffe mehr hat. Das kann schon manchmal Wunder helfen. Ja, das ist schon recht, Phase. AC kann jede Runde Lobby pushen. Frost tut nur allein. Vielleicht merken sie das auch. Schade. Stimmt schon, also. Sie können hier so viel Druck machen. Sie müssen ihn ja nicht mal killen. Ich finde wirklich, sie machen an den falschen Seiten den Druck. Weil sie müssen halt nicht mal killen. Wenn sie hier reingehen, dann ist Frost halt hier hinten gefangen. Wenn er dann keinen Frack macht, hat man hier komplett die Lobby. Man kann sich wirklich wieder auf A konzentrieren. Aber mir gefällt das wirklich nicht, wie man an der Katze spielt. Ich meine, gut, das mit der Timing-Flash war eben okay. Aber zuvor hat man da zu oft einfach den Frack kassiert. Boah, sehr schön gespielt von DSC. Ja, die Mitte wieder unter Kontrolle zu bringen. Und jetzt einfach mal die Katze einfach auf Flashes aufhalten. Nicht unnötig reindaddeln. Und Hiko ist da noch. Was ganz schwer zu erkennen, wo er da wirklich genau ist. Von B alleine. Wer hat die Bombe? Die hat niemand. Jetzt verrecken sie wieder einzeln irgendwo. Da ist sie. Schieben jetzt noch zusammen. Mitte vielleicht letzte Chance. Oh, wird schön gespottet von... Oh, von Pascha, der da eine Schelle von Dazed fängt. So, 20 Sekunden. Das ist super schlecht, wie lange hier sie brauchen. Der ist, der sich instant effect macht. Oh, ein Spot. Wichtig für Taz. Oh, wenn der Mittelspieler einen ganz kleinen Moment länger wartet, können sie es vielleicht noch machen. Und Dazed muss instant legen. One-on-one ist es nochmal geworden. Oh, der Blend geht tatsächlich nochmal durch. Boah, Fake Flash von Neo. Er dreht sich nicht weg. Boah, das ist knapp. Krass, wie sie fast noch ein Tour an. Was waren das? Tour an 4, Tour an 5 drehen. Wie gesagt, wenn der Mittelspieler einen ganz kleinen Moment weiter wartet, bis der Mate an der Katze weiter vor ist. Und der sich kurz auf den konzentriert. Dann den in der... Ah, schade. Aber trotzdem super knapp. Wäre fast nochmal in die Hose gegangen. So, letzte Runde dieser Overtime. Dieser ersten Hälfte der ersten Overtime. Frost wieder alleine. Das stimmt schon. Da ist eigentlich Potenzial da zum Pushen, was ESC gerade ein bisschen liegen lässt. Ah, diese Nades, die sind so gut von Quantic. Auch Taz hat er immer richtig gefangen am Neo. Das ist... Wobei man natürlich sagen muss, so wirklich viel Spielraum hat man da nicht jetzt auf Mill. Weil einfach hier diese Tür hier fehlt, diese Kiste auf... Tuscan war auch immer nochmal eine Kiste da. Das hat man ja alles nicht. Von daher ist man schon sehr eingeschränkt auf dem A. Was eigentlich noch viel mehr dafür sprechen würde, den B eher aggressiv zu spielen. Wir sind jetzt zu zweit gefangen.
boosten auch richtigerweise. Das ist natürlich nicht schlecht, dass man da auf dem Spot... Schießt und beide auf den Spot. 30 Sekunden noch. Wo ist die Bombe? Die ist halt Katze oben und alle sind super low. Jetzt nochmal Mitte der Go. Boah, und Tess, wenn er jetzt... Oh, er wird eingekesselt. Super Mini-Steps. TCK trifft ihn nicht. Alter, war das schlecht. So gut gemacht von Hiko da. Und dann muss TCK ihn einfach haben. Tess darf dann nie im Leben den Headshot setzen. Auch wenn es krass war. Aber das war schlecht. Die Runde geht auf TCK. ESC hat tatsächlich noch zwei Runden geholt, nachdem sie die erste Waffenrunde da abgegeben haben. So, Chance für ESC jetzt, das hier direkt in der ersten Overtime-Ding festzumachen. Und Quantic rauszukegeln. TCK, der neue Dizzy. Okay, also ganz ernsthaft, das bei Dizzy war ein krasserer Fail, muss ich mal sagen. Das war schon Weltklasse. Weltklasse-Blooper. Blopper oder Blooper, whatever. Also das gibt hoffentlich nochmal ein YouTube-Video. So eine Blooper, ne? So eine Blooper-Compilation der... Sehr fein, das wäre ganz cool. Ah, und auch Samphis kennt die Posi. Wobei, es glaube ich, ja, er war es auch vorhin. So, Frost am gewohnten Gerät bei ihm. Mit der Autosniper. Kommt leider nichts B. Ganz nette Nades schon Richtung Hiko. ESC auch sehr katzelastig. Sehr viel Damage bekommen, aber ESC ein bisschen variabler. Nee. Neo stirbt. Okay, versuchen jetzt doch noch was am B zu machen. Einzige Chance vielleicht auch, wobei Frost halt mit Autosniper noch nicht steht. B wäre sogar gerade frei. Auch interessant. 5 gegen 3 und B komplett offen. Jetzt steht er da hinten. Ja, Bombe dauern hat er gesehen. Jetzt kann der Z-Spieler mithelfen. Yo, Hiko auch direkt da. Oh, dieser Schlitz, guck den euch an. So ekelhaft. Schön geschoben auf Spot von Hiko. Braucht er eigentlich gar nicht zielen. Kann komplett weggehen. Pascha wird da eh keine Chance haben. Will die Arme noch safen. Trifft eine gute Entscheidung. Für die nächste Runde. Jetzt einfach ganz weg. Genau, sehr schön. Geht dann die Suas rein. Nein, gedacht ganz weg. Du hast 15 AP. Boah, das knapp. Knapp, knapp, knapp. Oh, Quantic holt sich wieder die erste Runde. Mal schauen. Vielleicht wird das ja auch so ein Overtime-Krimi. Schneller Go ins Gitter. Oh, nicht schlecht. Zielt keiner. Und Lord kann da halt nichts machen. Er sieht zwar, ja, da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand, aber so wirklich helfen tut es ihm nichts. Denn durch kann er da halt nicht. Da kann man nichts machen. Kann halt lustig Granaten vielleicht werfen, aber ansonsten. So viel Infos kriegt er da halt leider auch nicht. Über die Aufstellung. ESC versucht aber scheinbar über die Mitte diesmal. Gute Smoke, aber von wem auch immer die jetzt war. So, wird wirklich ein Mitte-Split. 3 Mitte, 2 Katze, finde ich gut. Mitte sowieso eigentlich so eine Schlüsselposition auf der Map, gerade auch als Terror. Und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, auch wenn Daystar den ersten macht. Boah, macht sogar 2. Und dann werden sie doch auseinandergenommen. Schade, die Smoke lag, glaube ich, ein bisschen zu lang. Auch Katze wurde scheinbar nochmal nachgesmoked. Kassiert die Banks. Quantic hat die zweite Overtime sicher. Sollte die folgende Runde auch noch an sie gehen, dann sehen wir hier noch DEDAS 2.
glaube, einige würden wirklich gerne noch eine dritte Map sehen. Mir wäre es egal, ich bin jetzt noch relativ fit. Die eine Map, die kriegen wir dann auch noch hin. Starke Nate. Nächstes Thema. Direkt jetzt dort zu viel am Mitte. Starke Hits. Machen sehr viel Druck. Interessant, wie es jetzt. Ah, da merkt man einfach, das ist gerade so halb gedaddelt. Also kurz die Ansage, ja, wir gehen jetzt da und dahin, aber jetzt spielt halt quasi jeder ein bisschen für sich. Ah, Quantik hat eine gute Übersicht. Yes. Und wir sehen eine dritte Map. Quantik gewinnt diese Overtime. Overall der Spiel. Spielstand 3, 4, 19 zu 17. Also, wir sehen uns gleich wieder auf das 2 mit der letzten Map für heute, für diese Nacht. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich hoffe, ihr habt noch Bock, denn ohne euch würde ich jetzt auch nicht weitermachen. Aber ich denke, es sind noch alle dabei, von daher bis gleich. Und ihr habt natürlich immer noch die Chance, einen Premium-Key zu bekommen, wenn ihr mir eine Twitch PN schreibt.